Islamische Parallelgesellschaften sind das deutlichste Anzeichen dafür, dass die multikulturelle Gesellschaft gescheitert ist. Wir Nationaldemokraten wollen den deutschen und abendländischen Charakter unseres Landes verteidigen. Und gerade weil wir für Religionsfreiheit und die Freiheit im Allgemeinen sind, sehen wir in der Islamisierung eine besondere Gefahr. Die NPD hat einen neuen Band ihrer Schriftenreihe Profil zum Islam und zur Islamisierung veröffentlicht. DSTV hat den NPD-Parteivorsitzenden Frank Franz und seinen Stellvertreter Ronny Zasok bei einem Spaziergang durch Berlin begleitet, der die Virulenz dieser Themen verdeutlicht. Die Al-Nur-Moschee hier in Berlin-Neukölln zählt zu den berüchtigten Zentren des Salafismus in Deutschland. Die Salafisten erheben für sich den Anspruch, den Koran in seiner ursprünglichen Form und damit besonders extrem auszulegen. Die Befürwortung der Scharia statt unserer Rechtsordnung gehört dabei zum Pflichtprogramm. Die geistigen Verwandten der Salafisten sind die Wahhabiten in Saudi-Arabien und die Terrormilizen des Islamischen Staates. Wir Nationaldemokraten weisen schon lange auf die Gefahren hin, die von diesen Zentren ausgehen. Aus den Reihen der Salafisten rekrutieren sich Kämpfer für den IS, die in Syrien und dem Irak kämpfen. Insbesondere die sogenannten Heimkehrer stellen ein besonderes Gefährdungspotenzial dar. Diese sogenannten Heimkehrer könnten auch in Deutschland ihr blutiges Tagwerk verrichten. Darum fordern wir Nationaldemokraten die konsequente Abschiebung von potenziellen Terroristen und wir fordern das Verbot von diesen Salafistenvereinigungen. An kaum einem anderen Ort hier in Berlin wird die Herausbildung islamischer Parallelgesellschaften so deutlich wie in der Neuköllner Sonnenallee. Hier erleben wir die Überfremdung in geballter Form. Für Einheimische, gerade für deutsche Frauen, werden diese Straßenzüge immer mehr zur No-Go-Area. Deutschland ist hier kaum noch erkennbar. Der Islam gehört weder zu Deutschland noch zu Europa. Er ist unvereinbar mit unseren Werten und Traditionen. Die NPD steht für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Freiheit und die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wer damit ein Problem hat, der ist hier in Deutschland definitiv falsch am Platz. Die von Ankara aus gelenkte Türkisch-Islamische Union, der Anstalt für Religion, kurz DITIB, unterhält in Deutschland zahlreiche Moscheen, wie unter anderem die hier am Kolumbiadamm mit ihren turmhohen Minaretten. Viele Moscheen der DITIB haben den Namen Fatih, was nichts anderes als Eroberer bedeutet. Deutlicher kann man den Anspruch, der dahinter steht, nicht formulieren. Die NPD setzt sich für ein Minarettverbot wie in der Schweiz und für die Änderung der Bauordnung nach dem Kärntner Modell ein, die solche islamischen Protzbauten verhindern könnten. Wir wollen aber nicht nur Symptome bekämpfen, sondern auch die Ursachen wirksam angehen. Darum setzt sich die NPD für einen sofortigen Stopp illegaler Einwanderung ein und ist für die Beibehaltung der Visumspflicht für türkische Staatsbürger. Wer von Islamismus und Terrorismus redet, darf von der Verantwortung der USA und ihrer Verbündeten nicht schweigen. Deren Embargos und Bombenkriege gegen islamische Staaten haben den Hass gesät, der nun durch eine verantwortungslose Zuwanderungspolitik nach Deutschland und Europa importiert wird. Auch die arabischen Golfstaaten und die Türkei, von deren Botschaft wir stehen, fördern den Terror im Nahen Osten. Die Türkei als NATO-Mitglied erledigt die Drecksarbeit, deren Folgen wir in Europa ausbaden dürfen. Wir sagen klipp und klar, dass die Türkei kein europäisches Land ist und nicht Mitglied der Europäischen Union werden darf. Insbesondere mit dem neo-osmanischen Herrscher Erdogan kann Ankara kein Bündnispartner Deutschland sein, auch wegen der Wühlarbeit, die der türkische Staat auf deutschem Boden betreibt. Die NPD steht für eine Außenpolitik des Friedens. Wir lehnen die Beteiligung deutscher Soldaten an den schmutzigen Kriegen im Ausland und der NATO kategorisch ab. Das neue Profilheft der NPD klärt auf 75 Seiten über die Geschichte des Islam, seine verschiedenen Strömungen und seine Grundlagen auf. Detailliert werden die Besonderheiten und die Hauptprobleme dieser Religion herausgearbeitet und schließlich erläutert, warum der Islam weder geistesgeschichtlich noch kulturell zu Europa und Deutschland gehört. Band 14 der Schriftenreihe Profil zum Thema Islam kann ab sofort beim Materialdienst der NPD angefordert oder im Internet als PDF kostenlos heruntergeladen werden.